Recht herzlich willkommen zur vierten Folge von Planet Nomads. Ja, wir haben letztes Mal hier das Häuslein gebaut. Da können wir auch reinlaufen. Ist dunkel drinnen, man sieht kaum was. Ja, und wir wollten da noch irgendwas mit Licht reinbauen. Und dafür müssen wir dann mal gucken. Es gab irgendwelche Lichtsteine. Diese sind es, glaube ich. With small lights. Ich glaube, das wechseln wir mal dem mal aus. Und dann müssten wir mal gucken, ob das geht, ne? Okay. Gut, was müssen wir da machen, damit das hier Licht gibt? Die 8 aufrufen, ist das? Ja. Ich würde sagen, wir müssen da vielleicht was wegmachen, so wie jetzt. Und dann haben wir Small Lights. Na ja. Das sieht jetzt nicht so aus, als ob das was bringt, oder? Ne, das finde ich ja jetzt ganz doof. Das nochmal bitte weg. So, Small Lights. Da ist schon Ende im Gelände. So, da sind die Small Lights da. So, dann haben wir auch zwei Türen drin, sehe ich gerade. Ach so, ne, jetzt haben wir da davor gebaut. Das wollten wir nicht. Wir müssen erst wegmachen und dann einbauen. Okay, lass es mal so. Der geht bis dahin. Und der geht auch bis dahin, oder? Geht da noch einer neben? Nein, da geht keiner neben. So, jetzt mal Small Lights von innen wie von außen. Doll ist das nicht, ne? Gut. Ja, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Wir haben eine neue Version im Endeffekt am Laufen. Die 0.3.2 ist das. Wir hatten vorher die 2.1 am Ende. Was hat sich geändert? Nicht viel. Wir haben jetzt hier noch ein zweites Cockpit hinzugekommen. Ich weiß gar nicht, wer jetzt zuerst da war. Das ist wohl das große und das ist wohl dann das kleinere. Okay, das kleinere hatten wir wohl schon. Dann ist das das größere jetzt dann. Aha, weil das ist weggegangen. Also das zweite ist dazugekommen. So, und sonst ist, glaube ich, nicht ganz viel zugekommen. Ja, Häuslein da. Insgesamt sind Fehler bereinigt worden. Mir sind jetzt nicht so viele aufgefallen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, das ist, dass hier die Landschaft so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, schwieriger ist. Wenn man jetzt mit dem Wagen fährt, ich habe das mal getestet kurz, was da so neu ist, um das zu sehen. Wenn man mit dem Wagen fährt, dann baut sich die Landschaft manchmal nicht richtig auf, kommt dann mit mal plötzlich, obwohl man schon da ist. Vom Baum fährt man nicht, aber so ist es halt. Was sie geändert haben wollen oder sollen, das ist das mit dem Strom. Connect Electricity sollte jetzt mit mehreren auf einmal gehen. Also so. Und dann geht's da. Machen wir mal ab, haben wir jetzt abgemacht. So, jetzt geht das hier dran. Ich brauche nicht wieder drauf, kann gleich den nächsten auch connecten, ne? Also das ist wohl besser geworden. Ja. Das Licht ist am Wagen nicht an. Da müssten wir nochmal dran arbeiten. Okay, der ist schon automatisch, glaube ich, eingeschaltet jetzt hier. Nee. So. Weiß aber nicht, ob das jetzt klappt mit der Lampe. Doch. Jetzt geht sie auch an. Und die auch. Okay, die waren wohl nicht richtig verbunden bis jetzt. Gut. Dann haben wir hier
Ach so, mit den Blocks war auch irgendwie was. Ich schätze mal, das ist im Baumodus, dass es da besser klappt. Dass da Sach schon sich. Warte, so ist es richtig. Und jetzt müssten wir eigentlich nur die drei drücken und einen Stein loswerden. Die packen automatisch wohl an. Besser. Also, ne, wenn man was bauen will, dann sucht sich der, ja, wie soll man das sagen? Der vorherige Stein magnetisiert sich auf den nächsten. So stand das da. Aber ob das was bringt, ist die nächste Frage, ne? So, wir haben eine Hütte mit ein bisschen Licht, aber so richtig Licht ist das auch nicht. Was sollte man noch machen? Licht könnte man hier überhaupt mehr gebrauchen, ne? So, wir müssen erstmal raus aus dem Auto. Ja. Das Licht bleibt sogar an dem Auto. Vielleicht kriegen wir hier noch was hingebaut. Die Scheinwerfer haben wir die schon ausgesucht. Ah ja, da sind sie ja. Können das ja mal so machen. Ich glaube, der ist an der falschen Stelle gelandet. Ja, das mit dem Bauen, wie man hier gerade wieder sieht, ist ein bisschen tricky. Jetzt müsste man gucken. Kriege ich das? Mit dem Strom hin. Dafür müssen wir den Generator nochmal. So, haben wir schon. Kann ich jetzt die Lampe anmachen? Jo. Die auch. Ja, würde auch noch gehen. Die würde auch gehen. Die geht auch. So, hier ist kein Auto, sondern ein Scheinwerfer. Und der leuchtet von da. Sehr interessant gemacht, oder? Aber Bringer ist es jetzt nicht. Nein, es ist schon eine coole Sache, dass man ein bisschen Licht außenrum hat, ne? Aber flächig. Uns fehlt das Licht flächig. Gehen wir wieder im Baumodus. 7 aufgerufen. Ah. Ich vom Boden gefallen. Oh, die Morgenröte kommt, glaub, hoch. Ah, der ist jetzt andersrum gebaut, ist aber auch nicht so schlimm. Also da hoch ist etwas schwer. B. Jetzt kriege ich den, wunderbar. Und den kann ich... Ah, komm schon. Anschließen. Anschließen. Und die beiden kriegen wir auch noch dran, oder? Ah, zu nah. So. Unsere Hütte leuchtet. Gut. Unser Auto ist auch im Scheinwerferlicht. So, dann sind wir jetzt in dem Modus wieder raus. Einmal die 3 gedrückt, damit wir kein Werkzeug in der Hand haben. Ja, das ist unser Auto. Ja. Generator macht dieses Strom da. Wir können ja mal noch ein bisschen durch die Gegend fahren, oder? So. Jetzt sehen wir ja, was wird ja hell. Die Pflanzen gehen kaputt, wenn man davor fährt. Hier sieht man so ein bisschen das Raster. Vielleicht kann man das jetzt auch gleich sehen. Ja, wie sich die Landschaft aufbaut, sieht man, ne? Das Gras aus der Ferne schaltet dann um zum Nahen. Jetzt haben wir hier auch noch einen Busch im Weg. Das Aufpoppen, ne? Dieser Landschaft ist so ein bisschen schade, dass das so ist. Wir sind schon da, aber die Landschaft ist noch nicht gemacht, ne? Es ist noch die Textur noch nicht hochgeladen.
meine, das war beim letzten Mal noch nicht, das ist erst seit dem Update. So, hier waren nicht eben Bäume. Ich glaube, hier waren eben Bäume, oder? Jetzt fängt es an zu regnen. Ja, beim Regen soll es dann nicht mehr so dunkel sein, meine ich. Hätten sie auch in den Bugfixes geschrieben. Ja, siehst du, hier rechts war gerade der Baum. Jetzt ist hier alles weg, wie man sieht. Ja, das ist leider so, dass das ein bisschen schlechter geworden ist. Mal einen Berg hoch, gucken wir mal runter. Ja, die Texturen, die kommen ganz spät. Und in der Einstellung bin ich eigentlich jetzt auch nicht so schlecht, dass man sagen würde, ja, geht nicht. Ja. So. Jetzt sind wir hier oben. Sehen wir überhaupt noch, wo wir hergekommen sind? Oh oh. Da haben wir jetzt ein Problem. Jetzt finden wir wahrscheinlich wieder zurück, ne? Tja. Also auf gut Glück zurückgefahren, oder wie sehe ich das? Hm. Also ich meine, aus der Richtung sind wir gekommen, ne? Schwierig. Ja, dieser Strahl ist nirgendwo zu sehen, ne? Also, wie man hier sieht, ich gebe kein Gas oder so, das Auto physikalisch fährt das jetzt hier runter, ne? So wie sich das gehört. Keine Handbremse eingebaut, geht nichts, ne? Jetzt wäre schön zu wissen, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen nach rechts da. Ich glaube, da lang ist richtig dann. Man sieht aber nichts. Dieser Strahl ist nicht zu sehen momentan. Das ist Tag, könnte natürlich damit zusammenhängen, ne? Ich meine, wenn wir dann aus der Richtung gekommen. So, jetzt gebe ich ihm immer noch kein Gas, aber er wird langsamer, ne? Reibung ist da, Physik funktioniert. Ja, da poppen die Bäume auf. Da kommen sie mir mal alle. Tja, und ich weiß nicht, wo wir gebaut haben, ne? Hier muss es aber eigentlich in der Nähe irgendwo sein. Hm, gibt es hier eigentlich eine Map? Ah, da hinten ist der Strahl. War das jetzt reiner Zufall oder war der da eben auch schon? Ich habe ihn nicht gesehen. Oder weil es dunkler geworden ist in irgendeiner Form. Ja, hoch genug geht der ja, ne? Ah, an dem Busch bin ich vorhin auch schon hängen geblieben, aber diesmal habe ich ihn überfahren. Gut. So, bin ich ja zufrieden, dass wir wieder hier sind. Und dann würde ich sagen, steigen wir aus und dann soll es auch erstmal für die Runde reichen. Oh, das Licht leuchtet jetzt irgendwie greller. Ja, wie man gerade sieht, hat sich hier wieder aufgebaut, ne? Angeblich war auch in dem Bugfix Memory Leak geschlossen worden. Vielleicht ist es doch nicht geschlossen worden und eher aufgemacht worden. Keine Ahnung. Müssen wir schauen. Seitwärts sieht interessant, er geht so. Gut. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.